Was will sie uns damit sagen? Vergangene Woche überraschte Conchita Wurst 30 mit einer krassen Typveränderung, als sie beim 30-Grad Hundenball mit Glatze und ungewöhnlich viel Bein- und Brustbehaarung den Raum betrat. Der Travestie-Künstler Thomas Neuwirth hatte in der Vergangenheit schon häufiger angekündigt, seine Kunstfigur Conchita hinter sich lassen zu wollen. Nun postete er auf seinen sozialen Netzwerken 3 komplett schwarze Bilder und versetzte seine Fans damit in große Sorge, ist der Tag von Conchitas Ende etwa gekommen. Mit 8. März 2019 kommentierte Conchita die Pics auf ihrer Instagram-Seite. Ein Anhänger vermutete, dass Neuwirth an diesem Tag, dem Weltfrauentag, seine Kunstfigur aufgeben möchte und schrieb am 8.03 Uhr stirbt Conchita Wurst. Es ist lange angekündigt. Viele andere Fans hingegen sind nicht so sicher und fragen sich, was der Musiker tatsächlich ausheckt. Auffällig, schon seit mehreren Monaten zeigt sich Conchita in männlicheren Looks als bislang, trägt keine hohen Schuhe und Kleider mehr. Auch den Nachnamen Wurst legte die ESC-Gewinnerin von 2014 ab. Im Gespräch mit Bild teilte Conchita im vergangenen September mit, dass sie es mittlerweile als befremdlich empfinden würde, nicht als Mann zu gelten, es hat sich irgendwann unangenehm angefühlt, als Frau gesehen zu werden, Thomas Niedermüller. Getty Images. Conchita Wurst auf dem Liveball 2018. Anzeige. Conchita Wurst. Conchita Wurst beim Grazer Tundenball 2019. Anzeige. Hans Leitner. First Look Picked. Action Press. Conchita Wurst. Thomas Neuwirth 2007. Anzeige. Tipps für Promi Flash. Einfach E-Mail an tipps@promiflash.de.